habe es selbst gesehen. Das ist Unsinn. Also glaub... Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Iva und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht. Doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Was hältst du von Somas anderen Kriegern, Galin und Leaf? Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Galen hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Wir könnten den ganzen Tag reden, aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah. Sonst bekommst du noch blaue Augen und Beulen. Du würdest deine Ellenbogen verlieren, ehe man die Beulen sehen kann. Ich darf hier nicht erwischt werden. Strengt euch an! Sich am Gemächt zu spielen. Du weißt schon, dass ihr Gott ihnen so etwas verbietet. Tatsächlich? Das erklärt einiges. Dich sehr leichtfüßig und fliegt durch das Gras. Der Schnee trägt die falsche Art. Das habe ich wohl geübt. Ich habe es geübt, weil ich mich so oft das ganze Schlafzimmerfenster geschlichen habe. Richtet euch nach mir!
jetzt stehen bleiben. Versperrt sein. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Meinen Dank, Eivor. Überlebst du nicht? Schmeck den Boden mit Pfeilen. Abschau! Das waren alle. Ach, diese Stille nach dem Gemetzel. Schade nur, dass es so stinken muss, weil sich alle beim Sterben einscheißen. Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Meine Art, was zu machen? Ganz ruhig, Drenger. Wir sehen uns in Grantabrück.